okay, los geht's, schon wieder geht's los. Ich war mal wieder auf dem Flohmarkt. Ja, ist zwar nicht die Zeit für Flohmärkte, aber ich war mal wieder da, so aus Traditionsgründen. Und da, wo dieser Flohmarkt war, da war irgendwie Loch im Boden normalerweise. Ne? War so ein Hallenflohmarkt. Ne? Aber irgendwie war die Halle platt. Gell? Dann musste ich so ein bisschen rumsuchen, wo die neue Halle ist, also wo der neue Flohmarkt ist. Und da habe ich so einen Typ getroffen, den kenne ich schon ungefähr seit 20 Jahren. Der sitzt da immer irgendwie, verkauft CDs und so weiter und irgendwelche Bücher. Also Bücherflohmarkt, so was Kleines. Und bei dem habe ich doch jetzt einige Sachen gekauft. Ja? Und ich berichte mal davon. Ist also sowas wie ein CD-Tipp. Und jetzt traue ich mich mal. Erstes Werk. Wie heißt denn? Claire Lynch. Claire Lynch. Das Album heißt New Day. Und mir fällt gerade auf, dass ich meine Lupe vergessen habe. Ja, das ist das Ding mit dem, weil ich kann nichts sehen und das Kleingedruckte kann ich jetzt auch nicht sehen. Ne? Und der Herr Regisseur hat natürlich auch keine Lupe. Und eine Brille hat er auch nicht. Außer die Sonnenbrille hat er gemeint, die könnte ich jetzt haben. Okay, also Country und Western war bisher also ganz bestimmt nicht mein Ding. Das hat mich voll genervt, gell? Immer das Gejaule und diese glatten Typen und was man im Fernsehen so kennt und so weiter. Dieser Sound war gar nichts für mich. Aber ich habe so in den letzten paar Monaten ein paar Filme geguckt, was ich auch mal erzähle, wo ziemlich altes amerikanisches Liedgut zu hören ist. Also eher so aus den 20er Jahren, aus den 30er Jahren oder noch früher. Kein Blues, sondern eher so diese weiße Volksmusik, ja, Folk, aus verschiedenen Bereichen. Und dann kam ich so ein bisschen drauf und da habe ich mit dem Typ, den ich da kenne, aber ich weiß nicht, wie der heißt, nächstes Jahr mal fragen, ein paar CDs gekauft. Wir kamen auf Bluegrass und da hat er gemeint, das ist Bluegrass. Hat mich natürlich ein bisschen abgeschreckt, ne? Aber der Name ist eine Million wert, oder? Lynch? Also, ich würd ein Vermögen dafür geben, wenn ich irgendwie Lynch heißen könnte, oder? Lynch ist doch voll der Mördername. Ey, Lynch, gell? Lynch Justiz. Vorname Lynch, Nachname Justiz. Aber Lynch finde ich echt gut. Claire Lynch. Es gab auch mal eine Band, die hieß Lynch Mob. Und dann gab es mal einen Typ, der hieß George Lynch. Der war Gitarrist, wahrscheinlich bei Lynch Mob. Und der war, glaube ich, auch mal bei Docken vor einer Million Jahren oder sowas. Ne? Aber damals fand ich den Namen schon hart, Lynch, oder? Ich meine, das macht was her, oder? Wenn ich da eine einstelle, so einen Arbeitgeber, und der sagt, wie ist Ihr Name? Lynch. Ich glaube, man zehn ja mehr. Okay, Claire Lynch. Bluegrass hat er gemeint, der Kollege. Soweit ich irgendwie erkennen kann, kam die Platte 2006 raus, also schon eine Weile her. Hätte er mal nicht gesagt, dass es Bluegrass ist, dann hätte mich das Cover schon mal gar nicht dazu gebracht, die zu kaufen, weil diese Country-Typen sehen ja großteils oder eine Richtung schon so aus, als ob sie frisch vom Friseur kamen. Ja? Also alles gestylt, ne? Wie aus der Waschmaschine gebügelt, ne? Alles weg, ne? Nix dirty und gar nichts. Ja? Sowas schreckt mich halt immer so ein bisschen ab, ja? So dieses cleane Ding. Ja? Und die Dame sieht ja auch so eher so siezsam aus, oder? Also jetzt nicht unbedingt. Also ich hätte sie nicht gekauft vom Cover her, ganz bestimmt nicht. Ne? Und, aber ich muss sagen, absolut empfehlenswertes Album. Also wer da jetzt irgendwie oben wäre, man muss natürlich irgendwie Bluegrass oder Country irgendwie tolerieren. Man muss es irgendwie hören wollen, weil es klingt schon so ein bisschen und das Gefiedle dabei. Und da ist ja auch dieses spezielle Instrument Dobro dabei. Ja, das ist so eine Art Gitarre, das haben irgendwelche Auswanderer so vor 100 Jahren mal erfunden, was in dieser Country-Music ziemlich oft benutzt wird. Aber ich muss sagen, es sind 12 Lieder drauf und da ist eigentlich kein schlechtes Lied dabei, ne? Was eigentlich... Ich will auch nicht sagen, dass unglaublich echt dabei ist. Ja? Aber das ist auf einem relativ hohen Level eine gute Komposition nach der anderen. So wie ich mich daran erinnere, schreibt die Band die wohl nicht selber, sondern das ist eine Coverversion. Aber erstaunlich, kompositionstechnisch, hochwertiges Album. Alles gute Lieder. Und das erste Lied, vielleicht mal das erste Lied anhören, irgendwo im Netz oder sowas, das heißt Be Ready to Sail. Aber auch alle anderen Lieder sind gut. Ne? Also auch wenn ich das irgendwo mal im Radio hören würde,
irgendwie mal nachts fahren, sowas, hör, würde mich interessieren, was es ist. Absoluter Tipp. Okay, zweiter Tipp. Auch bei dem Typ gekauft, hat mich am Anfang auch nicht, ein paar Mal durchgeblättert, hat mich am Anfang auch nicht interessiert. Ne? Procool Harum kennt man natürlich, ja. 1967 gegründet oder irgendwas, englische Band, A Whiter Shade of Pale. Fand ich damals eigentlich gar nicht so, dann war natürlich so als Kid schon so ein Ding. Aber Salty Dog fand ich immer besser. Gut, jetzt haben die Jungs irgendwie mal ein neues Album gemacht. Und soweit ich mich erinnere, weil lesen kann ich nicht, ist es von 2017. 2017, ja, 1967 gegründet, 2017 ein Album gemacht. Zwischendrin kamen natürlich auch Alben und so weiter und so weiter und so weiter. Die Besetzung hat 1 Million Mal gewechselt. Das Album heißt Novum. Ja, reingelegt, irgendwas gemacht, gehört, ne, laufen lassen. Hat mich nicht so wahnsinnig angeturnt oder sowas. Dachte, raus und weg. Und da lag ich immer mal rum und dachte, nochmal reinhören. Und mittlerweile habe ich mir sie ungefähr 20 Mal angehört, gell? Weil ich finde eigentlich nicht so den richtigen Dreh dazu, was das jetzt eigentlich so ist. Ne? Aber auch wenn ich das irgendwo im Radio hören würde, Autofahren, würde ich irgendwie schon wissen wollen, was das ist. Ne? Also ich würde mal sagen, hört es euch mal an. Vor allem würde ich mal sagen, das dritte Lied, Imagine of the Beast. Und dann hört euch nochmal an, das erste Lied, I Told on You. Und dann müsst ihr einfach mal eine Entscheidung treffen, ne, ob euch das gefällt oder nicht. Man muss es vielleicht ein paar Mal hören. Ne. Ich muss mal sagen, das sind Jungs, die sind seit 1 Million Jahren im Business. Und die hatten einen guten Tag oder eine gute Woche, als sie dieses Album irgendwie geschrieben oder aufgenommen haben, weil es ist einfach Rockmusik, da ist alles Mögliche drin. Ja? Ich habe also überlegt, an wen es mich erinnert. Ne? Der Sänger ist, glaube ich, der Originalsänger, weil die Stimme klingt schon so. Ne? Wenn man ein Problem mit der Stimme hat, sage ich jetzt mal, ja? Also wenn einem die Stimme nicht gefällt, dann wird es vielleicht problematisch, weil die Stimme ist ziemlich prägnant und bei jedem Lied irgendwie dabei. Ja? Also man muss sich mit der Stimme irgendwie anfreunden, sondern was man aber kann. Ne? Ziemlich rockige Geschichte, ja. Also die mit der Gitarre, die hauen schon mal rein, gell. Es gibt schon mal so ein bisschen Action, ein bisschen Krach und sowas, das groovt schon so. Und an was es mich erinnert, also an Procol Harum von früher hat es mich garantiert nicht erinnert. Ja? Aber irgendwie, wenn man Roger Chapman gut fand früher, ja. Irgendwie hat es von Roger Chapman. Irgendwie hat es auch was von Genesis, also nur zu dritt waren. Ja, der Sound irgendwie... Irgendwie hat es mich auch so ein bisschen an Lake erinnert oder irgendwas, gell? Es erinnert einen permanent irgendwie an irgendwas, ne? Aber ein gut gemachtes Album, finde ich. Songwriting ist auch gut, sind ein paar gute Sachen drauf. Ist eine Empfehlung, müsst ihr euch mal anhören. Ne? Also müsst ihr euch anhören und euch eine eigene Meinung dazu bilden. Ne? Die sind einfach, wie gesagt, seit 50 Jahren im Business, fahren auf dieser Straße, die sich Rockmusik nennt. Da fährt ein Auto, da geht es weder links noch rechts, also ist weder innovativ noch schräg noch irgendwas experimentell. Die Straße fährt, das Auto ist drauf, ich meine, das Auto fährt, die Straße steht. Es geht weder links noch rechts, es geht immer weiter, scheißegal was irgendwo passiert, die fahren und ziehen ihr Ding durch. Empfehlung. Würde ich empfehlen, zieht es euch mal rein, vielleicht gefällt es euch, vielleicht nicht. Aber ich behalte sie jetzt irgendwie, ich wollte es ja schon wieder. Aber, nee, behalte ich. Erstmal eine Pause machen? Jetzt schon? Wie Uhr ist es denn? 9 Minuten. 9 Minuten? Oh. Mach Pause. Gut, wir machen noch was Kurzes. Ich habe noch 2 Country-CDs von dem Typ gekauft, weil es ein Country-Mann ist und ich so ein bisschen auf Country war. Und dann habe ich so einfach nach dem Cover gekauft. Ne? Das eine ist Corb Lund. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das Album? Lies mal. Cabin Fever. Cabin Fever, du Ratte Mensch. Cabin Fever, verstehst du? Falsch vorgesagt, das habe ich gern. Cabin Fever, Corb Lund. Ich habe das mit dem Cover gekauft. Country ist schon auch so ein bisschen rockmäßig, kann man mal probieren. Überzeugt mich nicht ganz, aber... Und dann hier noch Aaron Lewis, The Road. Ist auch Country-rockmäßig. Man kann damit leben, man muss es nicht haben.
weiß noch nicht, was ich damit mache, aber da wir jetzt irgendwie mal 2 Minuten voll machen wollten, habe ich die gerade noch mal dazu gerotzt, okay? Danke, bis gleich.